Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Die Volksbank Pforzheim feiert 2018 ihr 150-jähriges Bestehen. Da darf ein Fest für die Mitarbeiter natürlich nicht fehlen. Die Belegschaft fand sich im Gasometer zusammen. Die Mitarbeiter genossen das grandiose 360-Grad-Panorama von Yadigar Assisi. Außerhalb vom Büro zusammenkommen, zusammen feiern, miteinander plaudern. Dazu sind Betriebsfeste da. Mehr als 400 Mitarbeiter waren der Einladung gefolgt. Die Volksbank Pforzheim hat auch ihre Senioren eingeladen. Alle genossen es, alte Kollegen oder Kollegen aus anderen Filialen wiederzusehen. Das Miteinander ist schon immer gut gewesen. Ich bin zum Beispiel schon 44 Jahre dabei. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die langjährig dabei sind. Also alle 10 Jahre, 25, 40 Jahre, wo geehrt werden. Also sind sehr, sehr viele dabei. Die Jungen natürlich, die müssen auch noch etwas Zeit dann, bis sie soweit sind. Aber man muss sagen, die Gemeinschaft ist da. Und wir versuchen es auch immer hochzuhalten und also alle praktisch mit ins Boot zu nehmen. Das ist ganz wichtig, das Miteinander. Die Wurzeln der 150-jährigen Geschichte liegen in Pforzheim und der Region. Hier ist die Volksbank Pforzheim zu Hause. Gesellschaftliches Engagement und die Förderung des Wohls der Menschen sind der Bank wichtig. Als Dankeschön für 150 Jahre unterstützt die Volksbank 15 karitative und kulturelle Einrichtungen in der Goldstadt mit je 10.000 Euro. An wen das Geld geht, durften die Volksbank-Mitarbeiter entscheiden. Die Mitarbeiter haben Vorschläge von Spendenempfängern gemacht aus ihrem sozialen Umfeld oder aus dem Kundenumfeld. Diese Vorschläge wurden mit einem Steckbrief versehen und in digitalen Voting, also eingestellt. Und die die meisten Stimmen bekommen haben, werden von uns dieses Jahr mit 10.000 Euro berücksichtigt. Im Rahmen der Betriebsfeier im Gasometer wurden zwei Pforzheimer Einrichtungen mit Spenden bedacht, die Lebenshilfe und die Pforzheimer Tafel. Es ist immer wieder gut, sich zu erinnern, dass es auch Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die eben nicht wissen, wie sie den nächsten Tag umkriegen, wie sie Essen bekommen. Und wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Es soll niemand durch den Rost fallen. Und wenn es uns gut geht und wenn die Volksbank 150 Jahre feiert, denke ich, ist es auch angetan, diesen Menschen etwas gut kommen zu lassen. Und bei der Lebenshilfe, ich denke, es ist selbstredend, die eine sehr gute Arbeit macht, weil es doch Menschen gibt. Und ich habe es ja auch gesagt, der Name ist Programm im Leben helfen. Und die sehr gute Arbeit machen. Deswegen sind wir froh, dass die Mitarbeiter auch gerade diese zwei Institutionen vorgeschlagen haben. So gab es an diesem Abend für alle einen Grund zum Feiern.